Hi Leute, ich gehe zur Teststation im Einkaufszentrum in der Stadtgalerie. Davor musste ich mir erstmal so eine Handy-App runterladen, das habe ich gemacht und jetzt muss ich da gleich einfach meinen QR-Code vorzeigen, krieg ein Stäbchen in die Nase und dann habe ich hoffentlich eine Viertelstunde später ein negatives Ergebnis, mit dem ich dann 24 Stunden lang shoppen gehen kann oder auch die Gastronomie nutzen kann. So in der Theorie. Gucken, wie das in der Praxis läuft. Jetzt erstmal Maske auf, bevor ich reingehe. Let's go. Okay, hier ist einiges los. Ganz schön lange Schlange. Ja, vielen Dank. So, jetzt muss ich noch mal eine Viertelstunde warten auf das Testergebnis. So, ich habe jetzt hier 20 Minuten gewartet und mein Testergebnis ist da und es ist negativ. Und ab jetzt läuft ein Countdown in der App, 24 Stunden Zeit, um zum Beispiel Gastronomie oder auch Einzelhandel zu besuchen. 24 Stunden, let's go! Die Uhr läuft, 24 Stunden Zeit habe ich jetzt. Der Countdown tickt sozusagen runter. Ich kann in dieser Zeit jetzt hier shoppen gehen mit meinem Corona-Test, mit meinem negativen Testbefund und in Geschäften dann einkaufen. Hallo, wir sind hier bei Kolle. Mein Name ist Olga Steiger. Also entweder müssen Sie komplett durchgeimpft sein oder Sie sind genesen und haben einen Test vom Arzt. Oder Sie machen einfach einen negativen Test, der ist 24 Stunden gültig und dann können Sie auch bei uns rein. Wenn Sie eine Luca-App haben, müssen Sie sich auch nicht mehr eintragen, sprich die Daten schriftlich nicht hinterlassen, sondern sich einfach einloggen. Sollten Sie die App nicht haben, ist es aber auch kein Problem, dann hinterlassen Sie Ihre Daten bei uns und dann ist alles wieder gut. Können Sie einwandfrei shoppen gehen. Also es ist natürlich heute den ersten Tag so, viele sind noch ein bisschen verunsichert, viele Fragen gab es, auch viele Anrufe. Nichtsdestotrotz funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Hallo, Sacket Federico vom Eiscafé Gusto Mosena in die Osterstraße. Da haben wir ja lange drauf gewartet. Heute ist es endlich soweit. Dafür muss man lediglich einen negativen Test vorzeigen. Am liebsten vom Testzentrum, entweder vom Hochzeitshaus oder aus der Apotheke oder aber auch vom Arbeitgeber. Diese Bescheinigung gilt sowohl als App oder manche kriegen es auch per Mail zugeschickt oder halt schriftlich auf dem Blatt Papier. Erstaunlicherweise sind die Gäste durchaus bereit, das alles mitzumachen. Also tatsächlich. Mein Name ist Marlies Sawatzki, ich wohne in Hameln und bin hier Stammkunde im Mosena und bin überaus glücklich, wieder hier sein zu dürfen. Richtig, sonst wäre ich nicht hier. Also ich finde es gut, vor allen Dingen gibt uns das ein Stückchen Freiheit zurück, die ganze Geschichte. Und besser, als wenn man jetzt wieder nur zu Hause sitzen muss und so. Und ich denke mal, so viel Zeit hat jeder, dass man kurz dahin geht und sich testen lässt. Ist ja auch für meine eigene Beruhigung.
Ja, und dann gibt es ja auch noch Geschäfte, bei denen man einkaufen kann, aber da braucht man gar keinen negativen Corona-Test. So ein Geschäft, das besuchen wir jetzt mal. Hallo, ich bin Lisa. Wir sind hier bei Pronta Moda in der Hamelner Innenstadt. Wir haben weiterhin für euch geöffnet, natürlich mit den normalen Hygienestandards, aber ihr braucht, aufgrund, dass wir unter 200 Quadratmeter sind, keinen negativen Test. Ihr könnt einen Termin vereinbaren, aber auch gerne bei uns vor Ort. Also viele Kunden sind natürlich erleichtert, dass sie wieder ein bisschen rauskommen, auch bei uns vor Ort bummeln können, sich alles vor Ort anschauen können und sind dankbar, dass sie einfach auch mal spontan einen Termin machen können. Also, so sieht es derzeit aus, so funktioniert es in Hameln und zusammenfassend am Ende kann ich nur sagen, ja, man merkt schon, dass durch die Lockerung wieder ein bisschen mehr los ist in der Hamelner Innenstadt.